Hallo zusammen, iZocker hier. In diesem Video zeige ich euch die Quest, der gebrochene Kreis anzunehmen bei Hanoa die Verbannte in Servus Mortis an dieser Position. Soweit ich weiß, ist dafür keine Vorquest nötig, aber was vermutlich nötig ist, ist, dass ihr in Firims Höhle, Eingang ist ungefähr hier, bei der Chiffrenkonsole den Punkt erforscht, wo die Jivo erwähnt werden, dann sollten die Quests in diesem Gebiet freigeschalten werden. Ich nehme die Quests gleich mal an und ich soll hier verschiedene Jivo überzeugen. Na gut, auf geht's! Jeder dieser drei Jivos hat selbst noch eine Quest. Könnte sein, dass ihr die erst abschließen müsst, bevor sich die Jivo überzeugen lassen. Bin mir aber nicht sicher. Und ja, diese Quests sind auch auf YouTube von mir einzusehen. So, den ersten habe ich überzeugt. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob die Quest von den Jivos nötig ist. So, hier ist der nächste. Ich mache jetzt nicht bei jedem die Map auf, weil... Ach, was soll's. Beim ersten habe ich es übersehen, aber hier war der zweite. Der Novi. Und jetzt geht's zu Oleamanu. Die Manu ist hier. An dieser Position. Auch mal überzeugen. Wie gesagt, Manu hätte auch eine Quest. Und nun ist die Quest bereit zur Abgabe. Mal schauen, wo man das machen darf. Ich weiche hier ein bisschen den Mobs aus. Hier sind normalerweise auch Mobs, also nicht wundern, wenn ihr kämpfen müsst. Da bin ich auch schon. Quest ist abzugeben bei Hanoa die Verbannte in Servus Mortis an dieser Position. Hoffe, mein Video konnte euch helfen. Falls ja, könnt ihr gerne auch mir helfen, indem ihr das Video positiv bewertet und oder meinen Kanal abonniert. Dafür blende ich euch auch hier in der Mitte so einen Abonnierknopf ein. Außerdem findet ihr in den Kommentaren und in der Videobeschreibung den Link zu meinem Twitch-Kanal. Würde mich sehr freuen, wenn ihr mich auch da mal besucht. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und viel Erfolg. Ciao!